weiterspielen. Deswegen gerade überlegt, soll ich, aber der hätte mich auch vernichtet danach, weil er dann 5 Monster oder so hat. Hätte ich nichts machen können. Einmal versuche ich es noch mit diesem Pendeldeck und wenn das nicht funktioniert, nehme ich meins. Aber müsste machbar sein. Aber mein Pendeldeck finde ich irgendwie noch ein bisschen besser. Weil ich es kenne. Jetzt habe ich... wegen einer Fallenkarte so ein Bedrängnis. Ah, das ist... Ich habe doch einen Xyz-Drachen, oder? Ja! Was zur Hölle? Darauf muss ich hinarbeiten. Der ist Stufe 8. Also bis jetzt habe ich nichts zu beklagen. Es ist mehr so dieses, also ich habe das Standard-Pendeldeck genommen und habe dann einfach ein paar Karten mehr reingetan. Zum Beispiel auch den Drachengrubenmagier sowie den Drachen... also auf jeden Fall sind das so Drachenmagier gewesen. Und... die haben auch den netten Effekt, wenn ich ein Pendelmonster abwerfe, kann ich eine Zauberkarte auf dem Feld vernichten. Dieser Effekt war auch sehr nice. Hat mir oft den Arsch gerechnet. Dazu habe ich dann noch Xyz, also den Rebellionsdrachen habe ich auch im Deck. Weil mit Xyz und Pendel kommt man immer noch am besten klar, finde ich. Auch wenn Synchro und Fusion wahrscheinlich auch gut wären. Obwohl Fusion kann man ja auch aus der Hand, von daher... was kannst du denn? Kannst deine Hand einen Kunst... ah gut, machen wir mal. Wer macht's schon wieder? Wer macht's schon wieder? Ja, diesen Rebellionsdrachen habe ich im Deck reingetan. So, wer ist denn Stufe 1? Der, aber der ist nur mit einem anderen Magier dann. Aber wenn ich den reintue, was ist sein Pendeleffekt? In diesem Spielzug werden das oder die ersten Pendelmonster, die du kontrollierst, Karteneffekt deines Gegners zerstört würden, nicht zerstört. Oh, das hört sich gut an, das nehme ich. Ich glaube, der wird wichtig sein. Aber erstmal... oh. Hm.
Ich habe zum Beispiel auch den. Obwohl. Habe ich den? Ja, genau, den habe ich auch reingetan in meinem Pendeldeck. Also ich habe nur Xyz und Pendel sowie Link-Monster in meinem Deck. Also in dem Pendeldeck. Und ich habe noch so einen Magier. So ein Dimensionsmagier, glaube, war das. Und noch dunkle Magier reingepackt. Ich fand die Kombo irgendwie nice. So, jetzt tun wir das mal in meine Pendelzone hier. Und das hier. Und jetzt schwingen wir uns in die Action. Aber ich würde mal sagen, vorsichtig in die Action. Jetzt habe ich den Drachen schon rausgeholt, ne? Egal. Tun wir den noch. Obwohl, ich brauche doch nichts zu befürchten, oder? Zwei behalte ich auf der Hand. Für Notfälle. Ja, das stimmt. Ich sehe, es ist die leichte Beschwörungsart. Besonders in Kombination mit Pendel. Weil normalerweise, ich hätte jetzt schon den Rebellions-Exis-Drachen beschwören können. Aber na gut, ich habe jetzt den Rundrachen geholt. Der ist genauso stark. Der hat zwar nicht so einen geilen Effekt, aber... Obwohl, der Schaden ist auch übel. Effekt einer Karte aktivieren. Wenn du ein oder mehr Künstler als Zumal-Spezialschwäche aus der Künstler komplett Hilfe. Du kannst diese Karte als Spezialschwäche. Nein. Sonst hätte ich die schon beschworen. Ich hätte ihn töten können, ich weiß. Oder auch nicht. Mal was? Warum hat er sich gerade gemeldet? Gegner seinen direkten Angriff. Du kannst diese Karte speziell schwören von deiner Hand schwören, dann heißt die Defense-Karte höher sind als das. Nice, das war ein netter Versuch. Oh nein! WB Maxi King. RIP. Exzise Schucken! Ich liebe es, wenn sie im Anime das sagen. Danke, dass du mein Monster weggetan hast, mein Freund. Jetzt bist du fällig. Zack, zack, zack. Ich hol den auch schon mal.
Die beiden lasse ich für Notfälle. Man weiß ja nie, was der jetzt noch macht oder so. Ach ja, ich konnte den Effekt da einsetzen. Habe ich gemeint. Ach, ich habe den ja. Aua. Ah nein, ich bin Rip! Oder? Ich hab's überlebt. Gut. Nope. Machen wir das Ganze nochmal. Ich spiele sowieso momentan nicht gegen Leute, die ich noch nicht so gut kenne. Ich hätte doch vielleicht noch die holen sollen. Obwohl, kann ich ja noch. Ist zwar nicht viel. Aber immerhin. So. Ach stimmt, den Effekt habe ich ja auch noch. Was soll das? Es reicht nicht. Thank you.
Brauche ich nicht. So, finsterer Revolutions-Exis-Drache. Greife seine Lebenspunkte direkt an. Bums, da kommt. Ja, das ist doch dein. Das ist. Dann halt du. Wow. Ah, so ein Arsch. Ob ich einen Link 4 Monster habe? In dem Spiel auf jeden Fall. Da gibt es ja genug von. Ich glaube auch diesen vom Playmaker. Den Drachen habe ich. In diesem Spiel. Stopp das Duell! Julia ist unser Freund. Ist das? Es ist Shay. Also dann sind sie keine Feinde. Nein, sie kämpfen für die gleiche Sache wie wir. Sie wollen die Zerstörungswut der Duell Academy aufhalten. Woher weißt du, dass das stimmt, Shay? Weil Yuya Sakaki meine Haut öfter gerettet hat, als ich zählen kann. Und wir können definitiv reale Hilfe gebrauchen, Kite. Ich bin besser alleine unterwegs. Kite, er ist weg. Ah, Playmaker, das ist. Warte, die Zeuge stehen. Ah, sag's ja schon. Jeder muss es selbst wissen. Ich bin ja jetzt auch kein Profi. Ich spiele auch, um Spaß zu haben und. Und probiere auch gern was aus. So, während Yuya und die anderen Lancer, die in die Xyz-Dimension teleportiert wurden, kam Suzu an einem anderen Ort an. Ah, Duell Academy. Oje, ich bin in der Fusionsdimension. Halt! Wenn sie mich erwischen, schickten sie mich zur Duell Academy, direkt in die Arme des Professors. Es gibt kein Entkommen. Halt, wenn du dich duellieren willst, dann duelliere dich mit mir. Ja, ich darf Alexis Deck spielen. Oh nein, Liz. Willkommen zurück. Was? Das ist ein Ritualdeck. Wieso hat der Drecksack ein Pendel? Pendelkarte, was geht denn mit dem? Du kannst ein Zauber abwerfen, füge deiner Hand ein Licht, Ritualmonster oder Ritualzauber von deinem Deck hinzu. Wir werden um ein beliebiges Cyberengel-Ritualmonster als Ritual. Alter. Alter, was ist das? Ja, dann komm mal auf meine Hand. Cyberengel-Ritualmonster als Ritualbeschwörung zu beschwören. Du musst zusätzlich Monster von deiner Hand. Thank you.
Cyberengel Rush. Was zur Hölle? Was ist mit Alexis Deck passiert? Du kannst. Ich kann ja bald noch ein Ritual starten, wenn ich noch mehr Karten auf die Hand bekomme. Alter, was zur Hölle? Ja, dann auf. Xu. Oh nein, da kommt auch schon der nächste Killer. Doch schon, aber nicht viel. Also mein Gedächtnis hat Lücken. Ich war erschrocken von Alexis Stimme. Die war... Also die deutsche Stimme. Die japanische geht natürlich voll klar. Aber die englische, also die englische, genau. Die deutsche, die war nicht mehr so wie in GX. Genauso wie die Stimme von Jack Atlas. Cyberengel Natascha. Na ja, komm. Ich bin gerade mit den Karten ein bisschen überfordert und Alter, ich könnte ja jetzt eigentlich. Ich finde das gar nicht mal so stark. Was kannst du? Ach komm, für den Notfall. Wir wollen ja nicht übertreiben, der ist tot. Wenn er nichts fallenmäßig Gutes hat. Ja, und tschüss, oder? Was zur Hölle? Die drei Götterkarten? Ja, die bekommt man ja in der Story schon. Die müsste ich haben. Unglaublich! Sag mal, wie heißt du eigentlich? Ich heiße Susu, Susu Boyle. Und wer bist du? Nenn mich Alexis. Na, was meinst du, Susu? Kommst du? Darauf kannst du wetten. Das hier ist ein sicherer Ort. Hier gibt's noch andere wie dich. Andere, die der Duell Academy entkommen sind. Aber ich bin gar nicht... Wo sind wir? Willkommen in unserer Duellschule, der Yushu Duellschule. Die Yushu Duellschule? Und hier ist unser Direktor, Mr. Sakaki? Aha. Surprise, surprise.